Seit nunmehr 15 Jahren engagiert sich die Lebenshilfe Magdeburg dafür, dass Menschen mit geistigen und mehrfachen Behinderungen ihre Persönlichkeit und ihre Fähigkeiten entfalten können und so mit ihrer Behinderung am Leben der Gesellschaft teilhaben. Wenn dann öffentliche finanzielle Förderungen wegfallen, haben es vor allem solche Einrichtungen schwer. Doch durch die Unterstützung aus der Wirtschaft und von Privatleuten ist es möglich, einen Teil der Bedürfnisse der Lebenshilfe Magdeburg zu decken. So engagiert sich auch die Logopädin Andrea Kretschmer für die Belange der Einrichtung. Heute übergab sie mit Hilfe weiterer Sponsoren einen Scheck, mit dessen Hilfe eine Tischtennisplatte und andere Sportgeräte angeschafft werden konnten. Also diese Verbindung ist zustande gekommen, weil ich die Lebenshilfe mit aufgebaut habe, den Ortsverband, den Landesverband und weil mein Sohn jetzt seit einem Jahr hier in der Werkstatt arbeitet und Arbeitnehmer ist. Und dadurch habe ich mir das überlegt, dass man dann eine kleine Spende in diese Einrichtung mit hineingeben kann. Die Mitarbeiter mit Behinderungen erhalten damit zusätzlich einen Anreiz, sich sportlich zu betätigen. Und so steigt mit solchen Spenden nicht nur die Lebensqualität. Das dokumentiert das Interesse von Einzelpersonen, von Privaten oder auch von Unternehmen, der Lebenshilfe zu helfen. Und es ist kein Einzelfall, dass wir solche Spenden in Größenordnung von vielleicht 700 oder 1000 oder 2000 Euro bekommen. Viele Firmen nehmen zum Beispiel ein Betriebsjubiläum und sagen, spende doch etwas für die Lebenshilfe und bring keine Blumen. Und wir können dann mit diesen Mitteln zum Beispiel auch Infrastruktur schaffen im Freizeitbereich. Wir bekommen ja nicht unbedingt viel Geld für solche Einrichtungen wie Tischtennisplatten oder Spielgeräte, sondern mehr für die Gebäude und für die Ausstattung der Gebäude. Und dann hapert es oft an diesen kleinen Dingen. Die Werkstätten stehen im ständigen Wettbewerb mit anderen Unternehmen. Damit wird gezeigt, dass Behinderungen, ob nun geistig oder körperlich, keine Einschränkungen sein müssen.